Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Savage Chart Dragons Prophet von Gamingo! An einem wundervollen Montag! Oh yeah! Es ist wieder passiert, es kommt auf Montag. Was denn da los? Ja. Ich schaffe das echt heute mal ausnahmsweise mal nach, ich glaube, 2 oder 3 Wochen das Ganze auf Montag zu machen. Das ist fantastisch. Da hinten lande ich mal. Das ist wirklich faszinierend. Ich weiß auch nicht, wie ich das gerade geschafft habe, das Ganze mal auf Montag zu machen. Ist unfassbar. Also ich bin da auch ein bisschen stolz, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, so, jetzt nehme ich auf. Jetzt oder nie. Ne, weil ich gerade ein bisschen für meinen Chef am Rumwerken bin mit Logos und so weiter. Weil ich das für ihn sozusagen übernehme. Und da stimmen noch nicht so die Farben so ein bisschen überein. Das ist mein Problem. Jetzt muss ich gerade gucken, weil das über ein ganz anderes Programm funktioniert. Dieses Programm nennt sich Coral Draw. Da muss ich mich erstmal einfuchsen und gucken und schieß mich tot. Und jetzt kann man bei Coral Draw verschiedene Farbpaletten auswählen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Wirklich. Verschiedene Farbtabletten, Paletten, das ist. Habe ich noch nicht gesehen. Also normal habe ich einen Farbregler und regel damit meine Farbe. Bei Coral Draw habe ich verschiedene Farbpaletten. Also sprich, weiß ich nicht, Palette XY und dann kannst du da noch Farben auswählen. Dann heißt Braun zum Beispiel nicht mehr Braun, sondern die Palette ist dann, weiß ich nicht, Parton oder Partono oder sowas heißt die Palette. Und dann musst du dir raussuchen von, ich glaube, 300 noch was bis knapp 800. Und dann hast du da verschiedene Farbpaletten. Jo. Das muss man aber auch erstmal rausfinden. Weil ich hatte das übernommen. Ich hatte jetzt da Sachen gedruckt, auch mit dem Logo. Problem war, mein alter Chef, ja, der kam an und sagte, was ist denn hier los? Warum bist denn du zu blass? Okay, wie blass? Naja, das Gelb ist blass. Die Schrift ist auch nicht braun. Du musst mehr Rot reinmachen und schieß mich tot, ne? Naja, haben wir es denn, deswegen saß ich heute Mittag schon dran, wo ich nach Hause kam. War lustig, ich habe immer ein paar Probedrucke gemacht. Ja, funktioniert, ja, sieht gut aus, ja. Und dann hatte ich natürlich jetzt auch festgestellt. Ach, da ist Bad Rastan. Geht mal hier runter. So, jetzt versuche ich mal Brastan hierher zu locken. So, ja, mach ihn fertig, mach ihn. Oh, es war mir so klar. Na komm! Ja. Komm, den Wolfsmeister noch? Jetzt hab ich nur Brusten, ja, Brustern, ja. Achso. Und
Drachen zu kämpfen, ist, glaube ich, manchmal ein bisschen sinnvoller. Aber jetzt. Na komm! Ja! Alter, jetzt hat er mich umgehauen. Sau! Die Saudi! Verdammt, 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 verdammt. Mach ihn fertig, mach ihn fertig! Komm, Dragon! Dragon! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Yes! Diesmal haben wir ihn! Geilo! Diesmal haben wir ihn doch glatt. Das ist doch... der. Der Hammer. So. Und wir müssen zum Quest abgeben... da unten hin. Da unten hin. Na klar. Naja, dann fliegen wir mal eine Runde, ne? Machen wir mal eine Runde. Nee, und das ist, ich mag das Programm irgendwie auch nicht. Das ist... oder es ist halt Gewöhnungssache, sagen wir es mal so. Ich will jetzt nicht sagen, es ist umständlich, aber es ist Gewöhnungssache, weil manche Sachen sind großartig, komplett anders, als wenn ich es jetzt über Photoshop mache oder... früher mit GIMP. Das ist sehr merkwürdig. Aber gut. Ich will mich da ja nicht streiten. Ich habe jetzt das Programm. Ich musste ja das Programm eh erst kaufen. Damit ich es benutzen kann. Und gut, hat er auch bezahlt. Das ist ja auch, ist mir ja egal. Das ist nicht ganz so. Nicht ganz so einfach. Sagen wir es mal so. No? Gibt Sachen, die sind einfach und es gibt Sachen, die sind nicht mehr ganz so einfach. So wie das ganze Ding mit der Farbpalette, ja. Bei Photoshop, vielleicht haben die das auch als Unterkategorie, keine Ahnung. Aber normal hast du Farbe, fertig. Corel Draw, welche Palette willst du? RGB. Nicht RGB, Graustufen, Schwarz, Weiß, den kannst du noch in drei Reitern unterteilen. Dann hast du da einen dritten Reiter, hast du Paletten. Hast du noch nie was von gehört? Noch nie. Never. Das ist krass. Also da bin ich selbst immer erstaunt, was die Leute, was es nicht alles gibt. Aber gut, wir müssen halt damit ja ein bisschen... Also ich mache mich da einfach ein bisschen schlau. Werde ab und zu damit rumfummeln und drucken und machen und tun. Und dann wird das irgendwie auch funktionieren. Gehe ich jetzt mal davon aus. Wenn es nicht funktioniert, ja, dann ist das nicht mehr mein Problem. ist halt einfach... ich sag mal so, sollte man halt akzeptieren und fertig. Man kriegt nicht alles hin, man kriegt auch nicht auf jedem Drucker dieselbe Farbe hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, bei mir drucke ich, sag jetzt irgendwann mal perfekt, dann gehe ich zu meinem Kumpel, druck da irgendwas, dann ist das wieder nicht perfekt. Also das ist dann auch immer von Drucker zu Drucker unterschiedlich, von den Einstellungen etc. Deswegen muss man halt immer ein bisschen gucken, ein Auge drauf haben hier, Auge da drauf. Musst du immer ein Auge drauf haben, wie funktioniert das Ganze, kann ich das so machen, muss ich da, weiß ich nicht, was machen, etc. pp. Das ist manchmal nicht wirklich einfach, aber gut. Hier hinten sind die Assassinen, wa? Ich brauche Assassinenzunge, 4 Stück. Nachtassassine, Barbarplünderer, alle Level 22, ach, leck mich doch. Nachtassassine sind 2. Ich habe hier 2. Barbarplünderer, Nachtassassinen. Naja. Dann landen wir mal hier und versuchen mal hier mit dem Assassin zu kämpfen.
Zack, boom, bam! Da habe ich auch meine erste Assassinenzunge. Oh ja. Das läuft hier richtig gut. Oh, komm her, der Nächste. Und dann kommt der Nächste und der Nächste. Und die Viecher kommen hier alle. Oh ja, geil, 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 geil. Komm. Ja, yeah, Baby, ja. Yeah. Ja. Yeah. Gibt's mir so richtig. Mann, ich mache euch alle Haribo. Was wollt ihr denn alle von mir? Der hat auch noch Assassin-Zunge. Was will denn Edmund? Nein, ich will Edmund sprechen. Wow, krasser Typ, Alter. Der will krasse Sache. So. Ich muss jetzt hier aber mich weiter durchkämpfen, weil sonst kriegen wir jetzt die Assassinenzungen nicht voll. Yep. Erledigt. Assassinenzunge. I need Assassinenzunge. Die sind so lecker. So richtig, richtig lecker. Wenn er versteht, was ich meine. In manchen Hinsicht muss man auch seinen Spaß mal haben. Auch wenn es doof klingt, aber ist halt so. Ich sage immer noch, wenn Frauen irgendwas gegen Männer sagen oder sagen, mein Mann ist ja so ein Kind, ey. Sag ich immer, ja, Männer bleiben Kinder. Warum denn das? Männer bleiben halt Kinder, fertig. Säulenmechanismus 1, Säulenmechanismus 2, kommen wir mal. Wir gucken mal, ob wir den mal schnell noch miterledigen können. Wir steuern drauf zu. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Da. Nein, da ist mir jetzt zu viel Kämpfe. Ich gebe meine Quest lieber ab. Dann habe ich hier noch eine Quest. Schwarznachtspeer. Ich glaube, das war... keine Ahnung was. Müssen wir mal gucken. Nur alles andere wäre jetzt auch zu doof. Meine lieben Gäste, bitte... meine lieben Fluggäste, bitte schnellen Sie sich an. Wir beginnen den anderen Flug. Wir landen. Danke. Da ist er. What is it? Zack. Elder Dragons be with you. Ja, das ist geil. Ich kann durch die Gegend fliegen und sagen, leckt mich alle. Ich fliege. Und fliege. Boyang Grass. 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 Ja, also damit er schon mal Bescheid weiß, was euch erwartet. In den nächsten 20 Folgen. Mindestens. Ich werde das so richtig in die Länge ziehen. Ja, so ist das. Ich ziehe das richtig in die Länge. Leute. So. Wir sind gleich mal da, weil ich will mal gucken, was das Fragezeichen mir sagen soll. Weil alles andere ist eine Quest. Fragezeichen ist eher eigentlich... irgendwas, naja, deswegen gucke ich gerade. Halt, hier ist Fragezeichen. Hä? Wer jetzt hier hingeflogen, weil hier ein Fragezeichen ist? Kannst du gerne drauf machen, wenn der nicht durchkommt, dann kommt der eh wieder zurück. Von daher ist mir das gerade eigentlich völlig egal.
Ich verabschiede mich aus dieser heutigen Montagsfolge. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zu einer neuen und wunderschönen Savage Hunt Folge von Dragon's Prophet. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, gebt ein Däumchen nach oben, darüber freue ich mich. Ansonsten könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare Verbesserungsvorschläge, Kritiken, Tipps, Tricks, was zum Thema, Erfahrungsberichte etc. Alles könnt ihr mal unten in die Kommentare reinkritzeln. Und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keine Videos, wenn sie denn kommen. Und dementsprechend verabschiede ich mich. Bis dahin, euer Schröti. Tschüss.